Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gebt mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Lass uns mal reinschauen. In den Ausgangstenor, da haben wir hier das Ausbrechen. Dein König, deine Königin wird sich dir öffnen und sich langsam aber sicher in Bewegung setzen. Momentan ist hier jemand irgendwie noch passiv, aber hier ist es so, mein Engel, hier wird bald wirklich jemand ausbrechen und all das, was man gerade lebt, ohne dich, lösen. Ja? Hier weiß jemand, dass es ihm wirklich gut tun würde, wieder auf dich zuzukommen, und man will einfach wieder atmen und du fehlst. Und da schauen wir mal weiter in die Engel der Liebe. Okay, also hier möchte jemand ausbrechen. Was denkt man denn hier aktuell? Guck mal, gib dir Mühe. Wahre Liebe ist es wert, wenn du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Er merkt, dass du die wahre Liebe bist. Und er merkt auch, dass es jetzt Zeit ist, entsprechende Schritte zu unternehmen. Auch wenn hier jemand aktuell noch im, ich sag jetzt mal, im Rückzug ist, wird hier jemand wirklich ausbrechen und auf den Punkt kommen, sich dir gegenüber viel mehr Mühe zu geben. Wow, das finde ich schön. Da haben wir drei Karten, die gefallen sind. Schau dir das mal an. Wir haben einmal den Ballon der Hoffnung. Wir haben das Gegengift. Und wir haben über den Dächern der Stadt. Ich gehe kurz rein und dann sage ich es dir. Also er will auf jeden Fall alles besser machen, was man bisher falsch gemacht hat. Man will hier das Beste aus der Situation mit dir machen und einfach das, was unbedeutend ist, einfach aussortieren. Also sprich, hier macht sich jemand auf den Weg zu dir, mein Engel. Hier reicht es jemandem förmlich, weil du fehlst. Man möchte hier etwas wieder gut machen. Dann lasst uns mal auf die Seelenebene schauen, was bewegt ihn auf der Seele. Wow, die romantischen Gefühle, schau mal, der liebt dich. Sie liebt dich, du wirst geliebt. Hier merkt er bzw. sie, dass man dich einfach liebt. Das ist ja eine sehr intensive Legung hier. Romantische Gefühle. Guck mal, schau dir das mal an. Wir haben hier den Kamin und wir haben das Yin-Prinzip. Also du musst nichts weiter tun, mein Engel. Jemand möchte es einfach mit dir romantisch haben. Jemand möchte mit dir die Zeit einfach genießen und sich auch mit dir Zeit nehmen. Man möchte sich dir einfach nur noch hingeben, weil man gar nicht anders kann. Man sehnt sich nach dir, nach der Wärme, die du zu geben hast. Jemand trägt auf dem Herzen diese Liebe mit dir, diese Geborgenheit, diese annehmende Energie, wie man bei dir einfach alles nur annehmen braucht und gefühlt bedingungslos ist. Und hier kommt jemand wirklich immer mehr auf den Punkt, ich möchte ausbrechen aus dem Leben, was ich habe. Ich möchte mir Mühe geben für die große Liebe
Und hier spürt man einfach total, dass man dich liebt. Lasst uns mal weiterschauen, was hier so die Tendenzen sind, die möglichen Schritte, wie es vielleicht auch weitergehen könnte, was hier vielleicht noch für eine Herausforderung kommen könnte. Lass uns einfach mal die Karten sprechen. Was sagen die Karten hierzu? Gib mir mal bitte eine Message. Guck mal die Anziehungskraft. Es zieht jemanden, es wird jemanden wirklich zu dir ziehen. Und man will auch diese Liebe, guck mal schon wieder romantische Liebe, ja? Man will dich erobern. Man möchte das alles jetzt wahrscheinlich mit dir, so wie ich das hier sehe. Man will mit dir diese Momente, wo man einfach alles genießt. Wo man alles einfach nur genießen kann. Und ja. Und hier geht es aber richtig, hier geht es um die Liebe. Ich weiß nicht, ob du hier aufgehört hast, jemanden zu lieben, aber hier ist es einfach so, dass man mit dir alles haben möchte. Beziehungsweise auch vielleicht alles zurückhaben möchte. Guck dir das an. Wir haben die Maske und wir haben den Spaziergang mit Madame Plaisir. Jemand wird dir alles sagen. Ja, jemand möchte sein Herz auf der Zunge tragen. Jemand möchte dir sagen, dass man dich liebt. Jemand möchte sich auch einen neuen Freundeskreis aufbauen, etwas Neues aufbauen mit dir. Und ja, das auch überwinden, überhaupt auf dich zuzukommen, ja, das zu überwinden, Angst davor zu haben, sich vor dir zu öffnen. Also ganz ehrlich, jemand ist ja total verknallt in dich. Also hier liebt dich jemand wirklich abgöttisch und hier wird bald jemand ausbrechen und dir das sagen wollen, mein Engel. Man will einfach die Masken fallen lassen und sich vollkommen auf dich einlassen. Und sich auch seinen Ängsten stellen, was diese Gefühle betrifft, die man für dich hegt. Aber sie sind ja da. Ja, davor kann sich hier jemand scheinbar auch nicht mehr drücken. Welches Tor, welches Portal unterstützt ihn bzw. sie dabei? Oh, die Aktivierung des dritten Auges, das ist wunderbar. Denn hier geht es um das klare Sehen. Jemand wird jetzt dorthin geführt, klar zu sehen und klar zu wissen, dass man dich will. Klar zu wissen, was man will. Und die innere Sehkraft im Sinne von die innere Stimme auch wird leitet ihm, leitet sie zu dir. Sehr schön. Wow, also hier scheint jemand demnächst wirklich sehr entschieden zu sein. Dann lasst uns mal weiter reinschauen hier. Es sind zu viele, meine Lieben. Ich hätte gern noch mal eine Karte für diesen König, für diese Königin. Und da haben wir die Säulen des Lichts. Deine Schwingung erhöht sich, du bist das Orakel. Okay, also hier wird alles aufgehen, seine Schwingung wird sich erhöhen, aber auch er weiß selbst, beziehungsweise sie weiß selbst, dass man ja, dir immer irgendwie ein Rätsel gemacht hat. Und das möchte man aber nicht. Man möchte hier einfach klimperklar das Licht in diese Verbindung bringen, indem man sich scheinbar auch hier für dich entscheiden möchte. Man will diese Liebe mit dir. Hier ist jemand entschieden, dass man diese Liebe mit dir will. Guck mal, die Gemeinschaft. Ja?
Finde eine Gemeinschaft, die dein inneres und äußeres Wesen nährt und fördert. Und hier will man mit dir gemeinsam zusammen sein. Ganz einfach, weil man das Gefühl hat, du nährst mich, du förderst mich, mir geht's gut bei dir. Ne? Bei dir geht's mir gut. Ich fühle mich wie zu Hause bei dir, wie ein beschütztes Kind. Ich fühle mich wie ein kleines Kind ohne dich. Das kriege ich hier auch rein. Ja. So, dann lasst uns mal weiterschauen. Jetzt haben wir ja die Cartage Course noch verwendet. Aber wie soll es denn dann jetzt weitergehen? Wie will er bzw. sie dann auch weiter fortfahren? Ja, also hier ist an sich alles eindeutig. Gibt es hier noch irgendwelche Schritte, irgendwelche Wege? Hier ist es klimperklar, dass man dich toll findet, dass man dich liebt, dass man sich mehr Mühe geben möchte, dass man hier bald auf dich zukommen möchte. Und da haben wir hier erstmal den Herrscher. Ja, hier geht es auf jeden Fall um Struktur und Ordnung. Hier geht es aber auch darum, vielleicht auch der Vater deiner Kinder sein zu wollen. Und guck mal, wir haben die Veränderung und die Hauptperson, ne? Also das bist du. Also Fakt ist hier wirklich eins. Für dich kommt jetzt im Liebesleben eine Veränderung auf dich zu, im romantischen Sinne. Und diese Veränderung bietet dir Struktur, Halt, auch ganz viel Liebe. Jemand, der dich sehr wertschätzen wird hier und wirklich bereit ist, ja, auch alles hinter sich zu lassen. Guck mal, wir haben unterm Kartendeck den Brief. Und das kann mit einer Nachricht hier beginnen. Ja, dass du eine Voice bekommst, dass du irgendwie vielleicht wirklich einen Brief bekommst oder eben auch eine liebevolle Nachricht hier. Den Inhalt dieser Nachricht bitte. Wir haben hier einmal den Krampus. Wir haben die Friedenstaube, guck mal, schon wieder eine Nachricht. Wir haben den Terminkalender und wir haben den Doppelgänger. Und hier tatsächlich noch, ach, hier liegen ja auch noch welche, guck mal. Das Lavendelfeld und die vergangene Epoche. Hier erhältst du ja eine Message, hier meldet sich jemand wieder. Und man wird dir hier wahrscheinlich Folgendes sagen. Mein Engel, ich verblühe. Ich vertrockne. Ohne dich fühle ich mich wirklich bestraft. Ich sende dir heute eine erlösende Nachricht. Vielleicht hört es sich auch so an wie ein Liebesbrief. Ich weiß, ich hatte wenig Zeit für dich, weil ich mehr meinen Verpflichtungen nachgegangen bin. Aber ich habe Menschen um mich drum herum, die so sein wollen wie ich. Jemand wollte auch eine Idee von mir klauen und da musste ich mich erstmal um mich selbst kümmern. Aber ich will es wenigstens noch einmal versuchen, mich bei dir gemeldet zu haben, denn ich habe mich nur mit dir so berauscht gefühlt. Und ganz ehrlich, du bist einmalig. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir treffen uns in der falschen Zeit, aber es passt perfekt. Und ich bin bereit, jetzt auch auszubrechen. Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe und mich mehr um meine Arbeit gekümmert habe. Es tut mir leid, dass ich keine Zeit mehr für die Liebe hatte, denn in Wahrheit bist du die Liebe hier für mich. Mein Engel, bitte glaub mir.
Ich fühle mich bestraft ohne dich. Sehr schön. Das könnten so ähnliche Worte sein, die hoffentlich auf dich zukommen könnten. Und dazu schmeiße ich mal noch eine Herzkarte. Was möchte hier noch für ein Herzlein flattern? Da wollten sogar zwei flattern. Okay. Wir haben, guck mal, hier verwandelt sich eine Verbindung. Du hast es dir vielleicht irgendwann mal manifestiert. Aber hier darf mit jemand Bestimmtes dein Traum in Erfüllung gehen. Und diese Verbindung soll immer intensiver werden, mein Engel. Dazu nehme ich noch die Zeitkarten. Zumindest gibt es da immer mal einen bestimmten Tag, wann man sich hier vielleicht wieder zurückmeldet. Oder eine bestimmte zusätzliche Botschaft hier. Oh, und da kann es möglich sein, zwischen der Krebszeit vom 22.06. bis 22.07. habt ihr euch vielleicht getrennt? Ist irgendetwas passiert, wo ihr keinen Kontakt mehr hattet, vielleicht auch? Oder wo du das Gefühl hattest, ich sollte meine Gefühle achten? Aber jetzt kommt's. Wir haben jetzt sowieso die Jungfrauzeit vom 24.08. bis 22.09. Da darfst du ernten, mein Engel. Da darfst du hier diesen Traum ernten. Das heißt, du hast hier irgendwie zwischen dem 22. Juni und 22. Juli hast du auf deine Gefühle auch sehr geachtet, vielleicht auch auf seine bzw. ihre. Aber sie waren immer da, hier liebt dich jemand, mein Engel. Und jetzt in der nächsten Zeit, jetzt genau in der Jungfrauzeit, darfst du hier etwas ernten, spätestens in den nächsten 6 Wochen passiert hier was. Und schau mal, von den Zahlen her, die 6 und die 10, die 4, auch hier wieder die Zahl 10, dass man wirklich etwas rund macht, dass wirklich ein Zyklus auch beenden darf, dass ein Neubeginn kommen darf. Und das finde ich wirklich sehr schön hier. Und wir haben auch hier bei der Gemeinschaft, haben wir die 1 und die 7. Und da haben wir auch, wartet mal kurz, bin ich jetzt, ja, ich bin irgendwie gerade zu blöd. Ja, und da haben, sorry, wir haben hier die 1 und die 7, das ist die 8. Das ist im Tarot, ist das der Kampf mit den Drachen. Also er kämpft hier sozusagen gerade mit seinen eigenen inneren Dämonen. Aber er wird diese niederen Kräfte, die ihn aktuell noch nicht dazu bewegen, auszubrechen, die werden sich wandeln und das wird er ja annehmen. Und dann gibt's auch keinen Weg mehr zurück. Ja, also jemand wird hier wirklich mit leidenschaftlicher Hingabe an dir irgendwie kleben wollen und auf dich zukommen wollen. Und hier tut jemanden scheinbar auch etwas sehr leid, das kann ich dir hier sagen, ja. So, darauf nochmal eine After Tarot Card. Schau, schon wieder, ne? Also, pure Transformation, pure Veränderung. Es ist aber auch so, dass etwas ganz natürlich hier zu Ende geht, was auch ihm klar werden muss, das zu akzeptieren, dass es so nicht mehr weitergeht, ja? Und vielleicht musste auch hier zwischen euch erstmal etwas zu Ende gehen, damit etwas gänzlich Neues wachsen kann, nämlich die Liebe, ja? Schau mal, die 6 der Kelche. Siehst du das noch oder ist es dir zu verschwommen? Jetzt hat er's. Jemand erinnert sich immer wieder an dich.
Also es könnte auch die Jugendliebe hier sein. Ihr kennt euch vielleicht schon länger oder auf jeden Fall hat er bzw. sie hier das Gefühl, dass man dich schon ewig kennt. Aber dass es auch Zeit ist, eine vergangene Epoche, sage ich jetzt mal, wirklich hinter sich zu lassen. Vielleicht auch sein eigenes Leben, um ein neues mit dir zu beginnen. Und dir wieder das Gefühl zu geben, dass du hier ihn bzw. ihr auch wirklich vertrauen kannst, ja? Er weiß, dass er dich auf jeden Fall verletzt hat, ja? Er weiß, dass er dich hier irgendwie sehr enttäuscht hat. Und er hofft aktuell, beziehungsweise sie, dass es dir gut geht. Und er weiß ganz genau, dass du versuchst, dich einfach nur zusammenzureißen. Aber hier sagt er dir, hier wird er dir sagen, beziehungsweise sie dir sagen, du musst dich nicht mehr zusammenreißen wegen mir. Du bist jetzt frei. Wir sind jetzt frei, sofern du das noch möchtest. Guck mal, das seid ihr. Ihr werdet euch bald wieder in die Arme fallen und euch versöhnen. Und es wird wahrscheinlich hier wirklich ein Happy End auf der ganzen Linie geben und Frieden herrschen, was euch beide betrifft. Ist das nicht schön? Ich finde das voll schön. Du bist jetzt frei, wir sind jetzt frei. Ich gebe dir dein Happy End. Du fehlst mir. Das ist das, was ich hier habe für dich heute. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren würdet. Kommt auch gerne auf meinen Hauptkanal, Königin der Kelche, ist unter diesem Video verlinkt. Das hier ist ja mein Königin der Kelche Retro-Kanal. Hier findest du Legungen, ich sage jetzt mal Klassiker-Legungen von mir. Ja, aktiviert das Glockenseil, so verpasst du keines meiner Readings mehr. Ich hab dich lieb. Ciao.